Und damit hallo und herzlich willkommen zur 23. Folge des Warcraft 3 Let's Plays, wo wir in der letzten Folge stehen geblieben waren, als die Nachtelfen gerade das Lager da eingenommen haben. Und wir jetzt gerade die Zwischensequenz bekommen und ich meine Klappe halten muss, weil hier irgendwas gerade passiert. Also wenn ihr den Zusammenhang verstehen wollt, solltet ihr die vorherige Folge gucken. Und die stellen gerade die Bäume wieder her, die wir jetzt abgeholzt haben in der letzten Folge. Jagt diese Bestien aus der Wildnis. Ich wache im Wald über euch. So. Jetzt hatten die hier unten nämlich gerade das Ding eingenommen. Und ich weiß jetzt nicht, wie es weitergeht. Und ja, wir werden direkt angegriffen. So wie ich mir das fast schon dachte. Haben wir das geregelt hier überhaupt? Die R sieht nämlich problematisch aus. So viel gegen R habe ich nämlich noch gar nicht. Und wir werden von allen Ecken gerade angegriffen. Und ihr wisst ja, wie die letzte Folge war. Da habe ich ja irgendwie... ist nicht geregelt gekriegt. Und ich glaube, die Musik ist zu laut wieder einmal. Sound. Musik. So. Da wurden wir ja angegriffen und ich hatte es nicht geregelt gekriegt. Und so wie das jetzt hier aussieht, kriege ich das auch nicht geregelt, weil ich wusste ja nicht, was passiert in der letzten Folge, ob wir überrannt werden oder nicht. Und so wie es aussieht, werden wir gnadenlos überrannt. Was ist unser Ziel eigentlich? Best immer noch nicht entdeckt. Okay, ich habe in dieser Folge also keine Ahnung, was das Ziel ist. Und ich lasse das jetzt einfach mal hier so scheitern, wie das gerade scheitert. Und ich denke, eigentlich wäre unser Ziel gewesen, den Angriff abzuwehren. Aber ich weiß es nicht, also... es verwirrt mich. Oder unser Ziel wäre gewesen, hier oben hinzulaufen. Das könnten wir noch probieren, indem wir einfach mal einen einzigen Peon nehmen. Und dann, wir nehmen diese 5 Peons. Kommt immer mit. Können nicht alle auf einmal töten, wir laufen mal mit allen Peons nach da oben. Schauen wir, ob das funktioniert. Schnell, Dudes, schnell. Am besten ihr lauft hier lang. Ja. Perfekt. Na gut, vor allem von einem haben wir Akro. Da, hier, schnappt ihr die. Ihr seht, was der Plan ist. Der Plan ist, dass sie es nicht schaffen, alle zu deffen. So. Unsere Stadt wird angegriffen. Und dann laufen wir mal nach da oben und schauen, ob das reicht. Ich glaube nicht, aber okay. Ja. Oder wir uns einen neuen Weg schaffen lassen. Hier gibt es nur einen Goblin-Laden, hier gibt es nichts. Okay, ich habe keine Ahnung, was das Ziel gewesen ist in dieser Mission. Ich weiß nur, dass ich es nicht geschafft habe, den Angriff abzuwehren. Und entweder soll das so passieren, wie es hier gerade passiert. Oder ich bin einfach nur mega hart verwirrt. Wir haben es noch was stehen lassen. Ich denke nicht, dass das so passieren sollte, wie es hier gerade passiert. Machen die hier noch alles platt? Ja. Ich lasse die mal alles platt machen. Es kann sein, dass das vielleicht eine Mission ist. Ich kenne die Mission halt echt nicht mehr. Und vielleicht ist es ja eine Mission, wo ich tatsächlich auch sterben soll. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wird das Ganze gleich noch, werde ich das Ganze gleich nochmal machen und werde versuchen, wesentlich mehr Defense aufzustellen. Innerhalb von kürzester Zeit. Aber wieso sollten wir hier einfach so sterben? Das macht gar keinen Sinn. Die lassen vor allem auch hier die Hälfte stehen. Okay, wir starten mal die Mission neu. Und schauen mal, was dann passiert. Wie gesagt, ich bin bei der Mission etwas sehr verwirrt, weil ich am Anfang keine Aufgabe bekommen habe.
werden angegriffen. So, wie viele Peons haben wir hier? Ja, hier haben wir zwei. Das heißt, wir brauchen drei, vier am besten. Muss was getan werden. Der eine geht schon mal fix hier hin und baut hier ein so ein Ding auf. Ich kann hier nicht bauen. Unsere Stadt wird angegriffen. Das kann ich. Ich habe euresgleichen vor Äonen besiegt und werde es wieder tun. Und was brauchen wir? Wir brauchen nach Möglichkeit Räuber. Unsere Stadt wird angegriffen. Ja, wir bauen erstmal die Peons fertig, sonst wird das hier schief gehen. Bereit zur Arbeit. Da drauf? Ja. Das ist alles zu groß. Wir müssen uns auf die andere Seite des Flusses zurückziehen. Wie viel sind das jetzt schon? Da fehlt doch einer, oder? Es kommt noch. Ja. Es sind drei, da fehlt einer. So. Damit sind es hier fünf. Hier oben müssen wir gleich noch vier hinschicken. Die Zeit muss ich dem. Muss mir das Spiel jetzt einfach mal noch geben. Ihr könnt mich nicht überwinden. Ich bin das Herz des Landes. Wie gesagt, wir haben immer noch keine Quest. Wir haben noch nichts entdeckt. Ich weiß nicht, was ich machen soll. So, zack. 1, 2, 3, 4. So, jetzt brauchen wir am besten Grunts, Räuber und was nehmen wir noch? Nehmen wir noch Schamanen dazu. Bereit zur Arbeit. Und das... Ich kann nicht mehr. Oh, ich habe hier einen hingeschickt. Elende Dämonenbrut, ihr werdet alle sterben. Und die produzieren wir auch genau in der Reihenfolge. Ein Grunt, ein Schamane, ein Räuber. Keiner, dass die Armee jetzt nicht ganz passen wird und ich damit Probleme bekommen werde. Aber das kann ich dann nicht ändern. Wie gesagt, da oben den... Das Ding hier, das habe ich ja absichtlich gebaut, damit wir mit was schnell vorankommen. Wie viele Leute haben wir denn jetzt hier schon? Das ist eine super kleine Armee. Ich weiß gar nicht, wie ich damit deffen soll. Mein Leben für die Horde. Und die hier überhaupt was stehen lassen eigentlich, was man hätte mitnehmen können? Nö. Ein paar Peons, die mir aber eigentlich egal sind. So, hier die nächste Grunt, komm. So. Hier der nächste Schamane, sobald 150 da sind. Sind das eigentlich schon vier Stück? 2, 4? Das sieht aus wie genau vier Stück. Und ich habe ja euresgleichen vor Äonen besiegt und werde es wieder tun. Jetzt haben wir zwar haufenweise Holz, aber es mangelt halt an Gold. Und ich weiß nicht, ob das irgendwie vielleicht in die nächsten Missionen erst einpendelt. Arbeit abgeschlossen. Und ich kann jetzt leider auch nicht so forschen, weil ich eine Armee brauche. Für die Horde. Weil ich weiß, dass die nämlich gleich mit dem, was sie hier seht, angreifen. Haben wir ja schon gesehen in der letzten Folge. Ihr könnt mich nicht überwinden. Ich bin das Herz des Landes. Damit hätten wir die erste Armee tatsächlich vollzählig. Faszinierend. Wir haben es hinbekommen, eine Armee aufzustellen, die vollzählig ist. Lauft ihr schon mal hier hin? Bereit zum Ausritt. Jetzt bauen sie wieder die Bäume auf von gerade eben schon. Das war, was wir am Anfang hatten. Ich weiß, dass der Einstieg in diese Folge nicht so schön war, weil ich am Anfang nicht die Erklärung fertig bekommen habe, wegen dem Intro. Aber ich denke, wer sich das Warcraft 3 Let's Play anschaut, der guckt eh vollständig und nicht mittendrin mal eine Folge. Und wenn er mittendrin eine Folge guckt, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn nicht immer alle Zusammenhänge erklärt sind. Jede halbe Stunde, dass wir uns erklären, ist auch manchmal kompliziert. Jagt diese Bestien aus der Wildnis. Ich wache im Wald über euch. So. Das war jetzt die größte Armee, die ich in der Kürze der Zeit aufstellen konnte. Mehr ging nicht. Wie ihr meint. Unsere Stadt wird angegriffen. Hat ja alles noch nicht erforscht. Ich denke, ihr seht auch, wo das Problem ist. So, dann schnappen wir uns mal die hier. Ihr seid jetzt mal die zwei. Komm, und ihr defft hier oben. Wenn ihr das hier fertig habt. Uiuiui.
Komm, werdet hier fertig. Wir sind fertig. Geht ihr dahin? Und eigentlich bräuchte ich auf die Schnelle noch diese Forschung, aber die wird nicht rechtzeitig fertig werden. Bauen wir mal noch ein paar davon und ein paar davon. Wie wir auf die Schnelle hinkriegen. Ich kann nicht mehr warten. Wie ihr meint. Ich denk drüber nach. Endlich. Wir haben es eigentlich bis auf das bisschen R, was hier jetzt noch ist, wo ich gerade etwas chancenlos bin. Haben wir das eigentlich ganz gut gedefft bekommen? Können wir noch hin? Ich kann nicht mehr warten. Eieiei. Ich kann nicht mehr warten. Hier haben wir doch einen Tower, der kann doch mal schießen. Mal hier so. Rache für Sulchin. Wie sieht's mit der Forschung hier aus? Auch noch kurz. Weil die Forschung da ist, haben wir's. Hoffe ich. Forschung abgeschlossen. Ja. Links, halb links. Ich denk drüber nach. Meine Ruf. Wie ihr meint. So, dann haben wir das theoretisch gedefft bekommen. Praktisch muss ich jetzt hier noch warten, dass der Cooldown runter ist. Drücken wir mal danach ein und hier so und hier noch ein paar Reiter. Links, halb links. Jetzt holt ihn runter. So, damit haben wir erstmal die erste Angriffswelle haben wir damit. Haben aber immer noch keine Aufgabe und hier ist eindeutig ein Peon zu viel, kann das sein? Nee, das Gebäude steht zu ne. Ich spüre eine dunkle Macht aus dieser Wildnis kommen. Das könnte Szenarios Untergang besiegeln. Die Quelle der Macht entdecken. Das hören wir mal kurz auf zu produzieren und forschen. Bereit zum Ausritt. Ich kann nicht mehr warten. Hauptquest. Die Quelle der Macht entdecken. Ich kann mir schon denken, wo wir dafür hin sollen. Jetzt werden wir noch einen Katapult brauchen. Und wir werden jetzt hier das hier alles anstupsen. So, haben wir denn jetzt noch wichtige Gebäude, die ich vergessen habe? Eine Kaserne haben wir dort. Eine Kriegswerkstatt haben wir da unten. Ein Altar der Stürme haben wir da, das haben wir da und das haben wir auch da. Wir haben alle Gebäude. Bereit zum Ausritt. Das heißt, ich mache jetzt das, was ich sonst in den ganzen anderen Missionen auch mal mache. Ich forsche erstmal. Und anscheinend war das tatsächlich das Hauptziel, erstmal den ersten Angriff abzuwehren. Und wenn dieser durch ist, ist der Rest kein Problem mehr. Jetzt muss ich irgendwie nochmal eine sinnvolle Armee hier gleich draus basteln. Wie mache ich das denn? Forschung abgeschlossen. Forschung abgeschlossen. Da schon meine Idee. Damit das alles eine Fernkampfarmee hier hinten. Wie kann ich helfen? Obwohl, ich nehme mir drei. Forschung abgeschlossen. Kriegshäuptling? Doch. So machen wir das. Und den Rest füllen wir mit Grunts auf. Noch sechs Grunts kommen da hier dazu dann. Und einen Reiter. Forschung abgeschlossen. Sechs Grunts und ein Reiter hier. Ein Reiter noch dazu. Kriegshäuptling. Die Forschung hier wird wahrscheinlich einen Augenblick länger dauern. Forschung abgeschlossen. Nee, dauert's nicht. Hier nehmen wir zwei Katapulte. Zwei Katapulte. Ja. Drei Schamanen, dann ist die erste Reihe voll. Nee, vier Schamanen und den Rest machen wir dann mit Trolljägern. Das heißt, eigentlich ist die Kaserne das Gebäude, was die meiste Verlangsamung bringt. Das heißt, wir bauen mal noch eine weitere Kaserne. Und wir brauchen noch ein Wohngebäude. Hier, Wohngebäude, wir sind nämlich nur bei 80. So. Unsere Stadt wird angegriffen. Während wir schon wieder den nächsten Angriff abbekommen. Ich denke drüber nach. Wie ihr meint. Wir werden angegriffen. Ich denk drüber nach. Du gehst bitte mal dahin. Passt ja so gerade gar nicht. Links, halt
Uiuiui, was für eine Mission. Mehr Chaos als alles andere gerade. Endlich. Aber anscheinend machen sich die Forschungen bereits bezahlt. Das muss noch geforscht werden. Das. Jetzt habe ich wieder Chaos in meiner Armee. Glaube ich. Ihr geht dahin und dahin. Hier sind jetzt 3 gestorben. Das heißt, ich brauche 2 davon wieder. Und hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 habe ich gesagt. Dass die Hauptangriffsarmee mal fertig wird. Hier brauchen wir jetzt noch was. Weitere Schamanen. Und zwar habe ich gesagt, ich will hier noch 2 Schamanen haben. Und der Rest wird aufgefüllt mit Troll-Dingens. Dann brauchen wir demzufolge 5 davon. 1. 2. Mein Leben für die Horde. Ja, wir hier nebenbei noch forschen müssen. Die Forschungen sind halt ultra wichtig. Also falls ihr mal fragt, warum ich unbedingt forschen will. Die Forschungen sorgen halt dafür, dass ich die Kämpfe wesentlich besser dastehe. Und nicht so große extreme Probleme habe. Aber jetzt kommen wir halt langsam an das Problem an, dass wir hier Cap hätten. Wir könnten auch mal noch einen Orkbau hin. Dass wir hier in die hohen Kosten reinrutschen. Ab 71 Food. Ich hasse, dass ich andauernd angegriffen werde. Ihr holt die runter. Kommt so. So. Und so. Wunderschön. Was? Trolle weg. Lila weg. Schamanen weg. Rache für Sochi. Für die Horde. Mhm. Kriegt ihr es hin? Kriegen sie? Ihr seid die 2. Und ihr seid die 1. So viel steht schon mal fest. Wir brauchen noch mehr Trolle. Wir haben... Wie viele Trolle haben wir? Noch 3 Trolle, ist das richtig? Nein, noch 2 Trolle sogar nur noch. So, dann haben wir schon alle Trolle. Wie kann ich helfen? Hier kommt noch ein Schaman raus. Perfekt. Alle Trolle haben wir dann schon. Und hier unten fehlen nur noch Orks. Und da fehlen nur noch 3. Die kommen auch gerade schon. Dann wollte ich jetzt hier noch einen Orkbau hinstellen. So. Forschung abgeschlossen. Und danach gehst du weiter Gold abbauen. Und jetzt haben wir übrigens diese Schamanen-Buff-Taktik, wo die hier diesen Kampfrausch buffen. Und das ist relativ immer dieser Kampfrausch-Buff. Wenn man später zum Beispiel mit, wenn man jetzt Bodeneinheiten hätte, bei den Orks mit Trollen und den Schamanen spielt, dann ist es halt wirklich immer so, dass die richtig reindrücken. Und jetzt gehen wir schon mal nach hier oben. Den einen Ork hier, den ette ich gleich noch, wenn der kommt. Und hoffen wir, dass hier keine großen Angriffe gleich kommen, während wir da oben das Ding aufdecken. Weil ich denke, die Aussage, dass wir die Quelle der Macht entdecken sollen, liegt dort oben versteckt. Ich vermute es, ich weiß es aber nicht. Und hier kommt jetzt noch der zweite. Arbeit abgeschlossen. Mein Leben. Der hier so, der gehört noch mit zur 1. Und jetzt ist gerade schon wieder ein Troll gestorben. 2 Trolle. Weil wir etwas in der Reihenfolge unglücklich angegriffen haben. 2 Trolle bitte nachproduzieren. 1, 2. Danke. Das passt auch so. Ihr stellt euch mal dahin. Und ihr stellt euch dahin. Aber braucht die beiden Katapulte. Die schießen einmal da drauf. Schaffen die das? Das hintere Katapult passt nicht durch. Jetzt passt es durch. So. Auf geht's. Mit der 1 nach da oben. 2 läuft hinterher. Der gehört mit zur 2. Ihr seht schon, dass ich hier andauernd gerade Einheiten verliere, weil ich etwas unaufmerksam bin. Kriegshäuptling? Wie kann ich helfen? Soll es hier die Quelle der Nacht Macht sein? Ich glaube eher nicht, aber okay. Ein Anti-Magie-Trank.
kommen. Ich kann nicht mehr. Kacki. Forschung abgeschlossen. Los, lass meine Leute da in Ruhe, dann kann ich durchlatschen. Jetzt lassen sie sie in Ruhe. So, wir haben schon wieder was verloren. Zwei Grunts? Nee, zwei Räuber. Räuber, sagte ich. Und ich werde gar nicht mehr angegriffen. Was ist das? Und ein Troll, der wird aber wahrscheinlich hier hinterher hinken irgendwo. Was soll ich tun? Ja, und da der Angriff hier unten schon wieder aufgehört hat, drehen wir schon wieder um. Warum auch immer die so komisch angreifen. Das nervt ein wenig. Wir sammeln uns erstmal jetzt hier kurz. Und mir fehlen übrigens Heiler. Heilen diese hier eigentlich, Dealer? Bin mir da nicht sicher, ob der heilt. Der Schutzzauberer kann zum Wächterschutz zaubern, wodurch ein unsichtbarer Detektor gerufen wird und kann auch Stasisfalle und Heilzauber erlernen. Ich habe keine Ahnung, ob der heilen kann. Wir machen hier oben Go. Aber das Ding habe ich jetzt eingesammelt, haben wir nicht. War irgendwie klar. Und unten ist noch kein weiterer Angriff erfolgt. Wie ihr meint, ich kann nicht mehr warten. Also sonderlich zufrieden bin ich ja nicht mehr mit dem, was ich hier jetzt gerade noch an Armee habe. Könnt ihr euch mal dorthin stellen, dass ich mal nachproduzieren kann? Was fehlt uns? Wir haben noch drei Grunts. Das heißt, wir bräuchten drei weitere Grunts und zwei Reiter. Ich glaube nicht, dass wir die Reiter, dass wir wirklich so viele brauchen. Ich glaube nicht, bei den Reitern bin ich... Ja, leitet mich. Ich kann nicht mehr warten. Wir brauchen nur noch Grunts. Drei Grunts, dann haben wir es schon. Die Reiter hatte ich ja gerade eben schon produziert. Mich schon, wie gesagt, dass die so low im Life sind. Low im Life? Dass die so low life sind. Und ich frage mich, soll ich hier ernsthaft die gegnerische Armee plätten? Wie kann ich helfen? Jetzt komme ich ja wieder über den Fluss. Also, was mache ich hier? Während da unten ein Angriff erfolgt, was timingmäßig nicht hätte besser laufen können. Kommen wir jetzt doch mal fertig hier. Habt ihr das Teil mal? Und das hier ist ein Portal. Wie schön. Das nutzen wir gleich. Ich muss erstmal kurz jetzt hier runter. Weil sonst machen die wahrscheinlich jetzt hier gleich... ein Ding ins Blatt. Sprinten die ersten Reiter nach vorne. Ach ja. Mein Leben für die Horde. Muss was getan werden? Was ihr wollt. Kriegshäuptling. So, jetzt haben wir es fast geschafft. Nachdem wir wieder haufenweise Units verloren haben, was selbstverständlich genau der Plan war. Und jetzt denke ich mal, sieht auch jeder, wo das Problem ist, und zwar, dass die Katapulte immer Ewigkeiten brauchen, bis die da sind. Oh Mann. So. Okay, die zwei bleibt da stehen, die ist ja vollzählig. Die geht zurück an die Arbeit. Da unten auch. Es sind zu viele, das sind 6 Peons. Wie viele arbeiten hier unten? Hier ist es einer zu viel hier oben. Der muss also noch... Achso, der hat das schon selber realisiert, dass er falsch gelaufen ist. Was soll ich jetzt machen? Die Armee wieder aufstocken. Brauchen wie viele Grunts? 5 Grunts brauchen wir. 1, 2, 3, 4, 5. Und 4 Reiter. 1, 2, 3, 4. Richtig. Die obere Reihe mit 4 und die mit 5, genau. So, jetzt haben wir hier oben das Portal entdeckt, wo ich jetzt nicht reingegangen bin, weil ich gerade angegriffen wurde. Und ich hätte schon wieder angegriffen. Ich kann nicht mehr warten. Wie kann ich helfen? Leitet mich. Was ist denn hier los? Ich kann nicht mehr warten. Für die Horde. Kriegshäuptling? Ja, Kriegshäuptling? Reiten wir. Mann, Mann, Mann. So, die 1 dahin.
Habe ich eigentlich noch was zu forschen? Nein, das habe ich komplett gemacht. Sehr gut. Wenigstens ein was geklappt hat. Jetzt renne ich mal nur mit dem hier fix hier hoch und schauen wir an, was das ist. Das sind die restlichen hier unten. Ich da auch. Und schauen nur mal an, wo wir da ankommen. Notfalls müssen wir den Helden hier unten gleich wiederbeleben, aber zumindest ist unsere Basis so lange gedefft. Und wir laufen auch nicht so lange, renne ich wieder mit dieser kompletten Armee nach da oben. Was auch blöd ist. Braucht ihr was? Ich kann nicht mehr warten. Endlich. Oh, was ist hier? Portal. Muss ich hier mit mehreren Leuten durch? Ja, muss ich. Und zurück durch das Portal. Kacke. War genauso geplant. Oh. Die laufen wohl durch die Portale mit? Ja, machen sie. Uiuiui. Okay. Kann man machen. Muss man auch. Euch könnte ich doch schon mal... Das ist die 1 und ihr zur 1 hinzu. 1, so. Mein Leben für die Horde. Dann fehlen noch 2 Einheiten. Ach komm, wir warten noch auf die 2 Einheiten. Wieso 2? Es fehlt ein Räuber, der gestorben ist. Die sind vollzählig. Jo. Das Gebäude könnt ihr mal reppen. Das kann ich. Ja, das da mal kurz reppen. Ja. Alles klar. Was ihr wollt. Mein Leben für die Horde. Arbeit, Arbeit. Solche kleinen Reparaturen sind mitunter äußerst wichtig, sodass man Zeit gewinnt. Kriegshäuptling. Wenn man doch mal zurück muss. Kann ich mir echt da oben den TP kaufen? So, STRG 1, die 2 ist klar. Dann läuft die 1 mal dahin und die 2 auch. Gibt es hier ein Town Portal? Ich kann nicht anklicken. Und wir werden genau in dem Moment angegriffen. Ja. Ich kann nicht mehr warten. Kriegshäuptling, kann ich helfen? Das war wirklich genau, wir rennen los und in dem Moment erfolgte der Angriff. Und theoretisch gesehen dürfte es kein Problem sein, die gegnerischen Armeen platt zu machen, aber anscheinend gibt es hier noch irgendwie etwas anderes zu tun. So, gibt es hier ein Town Portal. Ja, das werden wir auch kaufen, das Town Portal. Wir gleich alle beide. Ich kann nicht mehr warten. Das hier können wir hier verkaufen. So. Da oben sammeln. Jetzt habe ich ein Town Portal für den Fall der Fälle, dass ich zurückkomme. Wenn sie wieder meinen, dass sie uns unerwartet angreifen müssen. Ich kann nicht mehr warten. Kriegshäuptling? Ich denk drüber nach. Kriegshäuptling? Jetzt warten wir hier kurz davor, dass die hintere Armee auch kommt. Weil die werden wieder Ewigkeiten brauchen, bis sie durch sind. Ich kann nicht mehr warten. Leitet mich. Wiegt euch mal ein Stück. Kriegshäuptling? Wem kann ich helfen? Verstanden. So, perfekt. Sind alle durch. Endlich. Die 1 soll das da mal holen. Ja. Kriegshäuptling? Och, das ist ja immer so unglaublich krass blockt. So. Ich kann nicht mehr warten. Wem kann ich helfen? Und dann hoffen wir, dass jetzt die Quelle der Macht ist. Kriegshäuptling? Ja, Kriegshäuptling? Ich habe eine böse Befürchtung bei dem, was ich hier gerade sehe. Und zwar ist die Quelle der Macht, was mit Untoten zu tun hat. Dass die Orks jetzt zu den Untoten geführt werden. Dass wir genau an dieser Stelle gerade sind. Die 1, das da einsammeln. Ich kann nicht mehr standen. Was haben wir hier? Leitet mich. Kriegshäuptling? Und die halbe Stunde ist rum. Da machen wir noch kurz den einen Angriff hier fertig. Und dann ist die Folge leider auch schon vorbei.
Schade, schade. Das heißt, wir haben in der Folge nicht mal die Mission geschafft. Aber die Mission gestaltet sich ja auch schwieriger, als sie sein sollte. Ja. Gut, der Angriff ist durch. Ihr seht es hier, hier ist nichts mehr. Hier geht es jetzt gleich weiter. Und wir werden, ich vermute, dass wir jetzt auf die Untoten treffen werden. Also, beziehungsweise auf irgendwas Böses, was uns versklaven soll, wie ihr bestimmt schon aus den einen Story mitbekommen habt. Ich bedanke mich also fürs Zuschauen. Lasst mir einen Daumen nach oben, abonniert mich, gebt mir Feedback. Ich freue mich über jeden Scheiß und sage wie immer zum Schluss, tschö mit Ö.